Ja, hallo zusammen. Bevor es gleich losgeht zum Eifelbahnsteig, schauen wir uns noch den Probbel an, hier in Wallenborn, denn das ist ein Spektakel. Ja, der Probbel hier in Wallenborn, das ist ein Kaltwassergeysir. Huch, das kann mich ein bisschen überraschen. Dann geht's wohl wieder los. Ah, wir fragen mal die Katze. Solange die Katze noch liegt, passiert nichts. Aber wenn sie aufsteht, dann geht's los. Das ist noch eine weitere Besonderheit in Wallenborn, nämlich ein Laden, der vor über 20 Jahren geschlossen wurde und der aber so konserviert ist wie in einer Zeitblase. So, nach der kurzen Stippvisite in Wallenborn sind wir nun in Dehnsborn gelandet und gehen heute die Eifelbahnsteigetappe Nummer 17 von Dehnsborn nach Sennscheid. Etwa knapp 13 Kilometer und 290 Höhenmeter und ihr kommt natürlich mit. Los geht's! So umrauscht von zwei Bächen, jeweils auf anderen Straßenseiten, gehen wir jetzt erstmal hier steil hoch. Da werden schon sehr viele von den 290 Höhenmetern am Anfang verbraucht, so wie es aussieht. Ja, die Wege könnten heute sehr feucht werden. Hier sieht man schon im Ansatz. Denn die letzten Tage hat es wieder extrem viel geregnet. Aber die Vegetation ist wirklich einmalig. Momentan richtiger Dschungel. Da sehe ich eine Kuh. Wieder typisch Eifelbahnsteig.
Vom Sträßchen geht es unvermittelt auf die Wiese. Und man fragt sich, wie soll es eigentlich weitergehen? Aber das Navi verrät es einem. Mitten durch die Wiese und hoffentlich ohne Zecken. Hui, da haben sie sich ja so einen richtigen Abenteuerpfad rausgesucht, die Leute von Natur aktiv erleben. Es gibt ja für jeden Abschnitt vom Eifelbahnsteig so Wegpaten. Die gucken immer, ob die Wege noch begehbar sind. Aber was begehbar ist, ist ja auch so ein bisschen Ansichtssache. So ein feiner Kuhgeruch, den man in der Eifel gar nicht mehr so oft hat. Und? Ja, ist trocken genug. Oh, Karl der Käfer. Unter die Bank gestürzt. Sie läuft zum Laufen. Tja, hier steht jetzt herrliche Aussicht im Navi, aber es hat sich leider gerade richtig eingeregnet. Das hatten wir heute noch gar nicht so oft. Schmale Pfade. Aber das heißt auch nicht nur schmal, sondern auch rutschig hier in dem Fall. Aber trotzdem schön.
geht's richtig steil runter. Hier hoch über dem Kelltal. Es ist schon abenteuerlich. Ei. Die Kill ist zum reißenden Fluss geworden, zum Eifel Amazonas. So, wir stehen auf der Brücke über der Kill. Das heißt, nur noch wenige Meter bis zum Bahnhof. Da stellt sich doch wie immer die Frage, wie viele Socken hat die Tour heute verdient? Ja, wieder eine schöne Eifelbahnsteigetappe, und oder? Und extrem einsam heute. Wir haben heute keine Menschenseele getroffen während der ganzen Tour. Und das am Feiertag. Das am Feiertag. Ja, schön war's. Also jetzt wenig spektakulär heute. Aber ja, vielleicht bis auf den letzten Kilometer. Ihr habt es ja gesehen mit der Brücke. Das war dann doch ein bisschen abenteuerlich. Ansonsten eher sehr viel Idylle. Ja, schöne Aussichten, angenehme Ruhe. Ja, vielleicht 8 Wandersocken heute. Ja, 8 Wandersocken. Dann haben wir's. Für alle, die den Kuchen bei uns vermisst haben. Wir haben einen Kaffee gefunden. Hurra!